Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal muss ich feststellen, dass Herr Ten Humberg sich hier in keiner Weise eindeutig positioniert hat. Er ist ja eben der Antwort auf meine sehr klar gestellte Frage ausgewichen. Und ich kann das nur so interpretieren, dass es offenbar für die CDU-Fraktion, für die konservative Fraktion hier im Haus keinen Unterschied gibt, dass sie keinen Unterschied macht zwischen privat-gewerblichen Einrichtungen, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben, und freien Gemeinnützigen, wie sie hier mehrheitlich in Nordrhein-Westfalen von den Wohlfahrtsverbänden organisiert werden. Und das finde ich schon sehr bedeutsam. Und ich glaube, das wird in der familienpolitischen Debatte in diesem Land auch zukünftig noch eine Rolle spielen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, meine Damen und Herren, die Wirtschaft, die Unternehmen profitieren in der Tat massiv von einer gut ausgebauten Kinderbetreuung. Insoweit können wir dem Antrag der Opposition folgen, weil angesichts von Fachkräftemangel und von geänderten Lebensentwürfen von jungen Menschen müssen natürlich die Arbeitgeber sich anstrengen, um jungen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, vor allen Dingen jungen Frauen diese Vereinbarkeit zu ermöglichen. Aber der wichtigste Anteil, den Unternehmen dazu beitragen können, ist der, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen und zu ermöglichen, dass, wenn junge Eltern in Teilzeit oder Erziehungszeit gehen, dass das nicht zum Karrierekiller wird. Das ist viel zu oft noch der Fall, dass die Karriere, das Fortkommen dann zu Ende ist, wenn ein junger Vater oder eine junge Mutter sich entscheidet, einige Zeit, einige Monate oder Jahre dann tatsächlich zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Und hier muss grundständig ein Mentalitätswechsel stattfinden. Hier müssen Personalentwicklungskonzepte in den Unternehmen ansetzen und sich Unternehmenskulturen ändern, um tatsächlich eine gelingende Vereinbarkeit im Zeitmanagement für junge Familien zu ermöglichen. Und natürlich spielen bei der Vereinbarkeit auch die Betriebskitas eine Rolle. Aber, und das muss man auch sagen, Sie liegen falsch als CDU und FDP, wenn Sie beschreiben in Ihrem Antrag, dass ein ganz großer Teil von jungen Eltern sich solche Betriebskitas und diese Betreuungsangebote am Arbeitsplatz wünscht. Wir haben ja hier direkt Erfahrung als Arbeitgeber Landtag. Und es gab Frau van Dinter von der CDU-Fraktion, als sie noch Landtagspräsidentin war, hat damit begonnen, hat eine große Umfrage gemacht unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es wurde dann fortgesetzt unter der Landtagspräsidentin Frau Gödicke, wurden auch wieder die Mitarbeiterinnen gefragt, ob wir denn hier eine Betriebskita im Landtag brauchen. Und es hat sich herausgestellt, die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagt, nein, ich möchte, dass mein Kind zu Hause betreut wird. Und ich möchte, dass man, also vor Ort betreut wird, nicht im häuslichen Umfeld, weil dann gibt es die Möglichkeit, dass sie dort Freunde finden, dass sie in der Nachbarschaft spielen und dass ihnen der Übergang auch in die örtliche Schule erleichtert wird. Gleichwohl fördern wir in Nordrhein-Westfalen Betriebskitas und wir unterstützen natürlich auch die Unternehmen, die sich für ein solches Modell entscheiden. Wir haben 155 Kitas, die Betrieben angegliedert sind. 6.400 Kinder werden dort betreut. Aber, und das ist der wesentliche Unterschied zu dem, was hier FDP und CDU fordern, in diesen Betriebskitas gibt es eine Kooperation zwischen freien Trägern und dem Unternehmen. Es sind frei gemeinnützig organisierte Einrichtungen, die keinerlei Gewinnerzielungsabsicht unterliegen. Und das ist wichtig. Und das ist das Modell, was wir in Nordrhein-Westfalen fördern. Und hier zeigt sich mal wieder, wir haben auch gute Beispiele. Also wir haben aus meiner Heimatstadt Ford als größter Arbeitgeber hat eine große Betriebskita in Kooperation mit einem frei gemeinnützigen Träger. In Düsseldorf kooperiert die Vodafone mit der AWO, auch ein Wohlfahrtsverband, die Metro mit dem Deutschen Roten Kreuz und es gibt viele, viele andere gute Beispiele. Und wir haben es eben schon, die CDU und die FDP haben das nicht verstanden, was der Unterschied ist. Natürlich fördern wir Betriebskindergärten, aber wir fördern, und das ist wichtig, wir fördern mit öffentlichen Geld, mit Steuergeld, keine gewerblichen Einrichtungen, die auf einen Gewinn abzielen und deren Gewinnerwartung im Zweifel über der Qualität und über dem Kindeswohl liegt. Und das ist für uns der Unterschied. Und deswegen haben wir hier eine ganz klare Haltung. Im Übrigen eine Haltung, die auch CDU und FDP bei der Verabschiedung
Ihres Gesetzes, des Kinderbildungsgesetzes, so gesehen haben. Da steht nämlich genau dieser Paragraph hin, den Sie jetzt in Ihrem Antrag irgendwie monieren. Der ist geschrieben mit schwarz-gelber Tinte 2008 und Sie haben die Hände dafür gehoben. Gut so, es war eine gute Entscheidung, aber wir haben gesehen, keinen Anlass, diese Entscheidung zu revidieren. Die Redezeit, Frau Kollegin Asch. Ich sehe hier noch kurze Intervention. Ja, die kommt gleich auch, aber Ihre Redezeit offiziell wäre jetzt zu Ende. Okay. Okay, das heißt, Sie beenden hier auch. Und haben gesehen, dass wir eine Kurzintervention haben, angemeldet von Herrn Kollegen Hafke, der sich jetzt bitte noch einmal eindrücken müsste, damit ich ihm das Mikro freischalten kann. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Asch, ich bin etwas überrascht. Ich glaube, Sie haben die Thematik nicht verstanden. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen einer privat-gewerblichen Kita-Einrichtung und einer Betriebskindergarten. Ein Betriebskindergarten kenne ich keinen einzigen in Nordrhein-Westfalen, der auch nur einen Cent damit Gewinn macht. Jeder Betrieb, der einen Kindergarten betreiben möchte, nimmt eigenes Geld in die Hand für seine Mitarbeiter. Eigenes Geld. Die müssen genauso Trägeranteile erbringen wie alle anderen, wenn man sie mit in eine Förderung reinnimmt. Es ist ein Unterschied, ob ich einen privat-gewerblichen Kindergarten habe, der vielleicht wie andere Einrichtungen auch probiert, Gewinne zu machen, oder ob sich ein Unternehmen wie EDE oder andere hinstellen, Gelder selber in die Hand nehmen und den Betrieb eines Kindergartens unterstützen. Es geht darum, den laufenden Betrieb zu unterstützen für Personal, Mieten und Ähnliches, was ansonsten die Stadt oder ein anderer Träger machen müsste. Aber man muss dem Betrieb doch noch die Freiheit geben, zu sagen, ich schließe mich einem freien Träger an oder ich lasse das sein, weil ich lieber das pädagogische Konzept auch selber machen möchte. Das ist doch eine Freiheit, die man an dieser Stelle den Unternehmen geben kann. Es geht an keiner einzigen Stelle darum, mit Steuergeldern private Gewinne zu erzielen. Wenn Sie das hier immer wieder behaupten, haben Sie den Unterschied zwischen einer Betriebskita und einem privat-gewerblichen Kindergarten nicht verstanden. Also lieber Marcel Hafke, ich muss es noch mal erklären, weil offenbar ist es immer noch nicht deutlich, wenn ein Arbeitgeber, wenn ein Unternehmen sagt, ich finanziere aus eigenem Antrieb mit meinen Mitteln, aus eigenem Geld eine Kita, dann ist niemand hier im Lande und die Landesregierung schon gar nicht da und verwehrt diesem Unternehmen das. Nein, jeder kann machen mit eigenem Geld in diesem Lande, was er will. Die Frage ist nur, ob er dafür Steuergelder in Anspruch nehmen kann. Und da sagen wir ganz klar, wenn das nicht frei gemeinnützig organisiert ist, frei gemeinnützig heißt ohne Gewinnerzielungsabsicht, dann wollen wir nicht, dass das eine öffentliche Förderung mit Steuergeldern bekommt, weil wir dann übrigens auch über die Kinder- und Jugendhilfeplanung keinen Zugriff haben. Und Herr Hafke, ich muss mich schon wundern, dass ausgerechnet die FDP, eine Partei, die sonst überall publikumswirksam für Subventionsabbau eintritt und für Privatvorstaat, ausgerechnet in einem Bereich, wo dann 90% der Betriebskosten mit öffentlichen Geldern fließen würden, da rufen Sie auf einmal nach dem Staat, das ist nicht konsistent und das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso bemerkenswert ist übrigens der Schwenk ja der CDU-Fraktion, der wurde eben schon von meinem SPD-Kollegen benannt. Sie haben 2010 dieses Ansinnen der FDP abgelehnt, aber jetzt auf einmal typisch CDU, familienpolitisch kein Kompass, immer wieder Achterbahn fahren. Das ist keine konsistente Familienpolitik. Das ist nichts, worauf sich Eltern, aber auch Träger in Nordrhein-Westfalen verlassen können. Also wir bleiben dabei. Wir unterstützen als Landesregierung, als grüne Fraktion Betriebskitas dann, wenn sie frei, gemeinnützig organisiert sind. Und deshalb können wir diesen Antrag hier heute nicht mittragen. Vielen Dank, Frau Kollegin.